Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Schwarz-Weiß Humans in der Revanche zum letzten Woche gegen Fiddle Bender Toolbox, ebenfalls ein Schwarz-Weiß-Deck. Ja, haben wir heute mal WhatsApp-Tag. Schwarz-Weiß Mirrors, beste Farbkombination. Ja, besser als Schwarz-Rot, da wäre nämlich die Mana-Basis Pain in the Ass. Weiß-Rot. Auf jeden Fall. Das schon auf jeden Fall. Cavern of Souls, das ist nicht so wichtig, aber. Jawohl. Ella Viola, sehr, sehr gut. Duel. Bubble. Wow. Das schöne, tragbare Loch. Aus D&D 1. Fiddlebender Toolbox ist ja dafür bekannt, dass es super viel D&D-1-Karten drin hat. Ja, stimmt, der Fiddlebender ist ja auch daraus. Und. Ja. Ja, auch ein paar andere Artefakte und so weiter. Na, schon gut. Nein, Ganyo, was eine Talia spielt. Eine Legendary, die eine Legendary reinbringt. Ja, auch so krass mit meinem Ganyo. Selbst das wird mittlerweile gespielt. Ja, die werden fast alle gespielt, bis auf dort. Ich glaube, selbst das Schwarze. Selbst das Schwarze habe ich jetzt neulich gesehen, tatsächlich. Es wird halt wieder mal total Grütze, es ist dort Rote. Und selbst das habe ich neulich gesehen. Aber halt nicht im Legacy. Das ist halt irgendwie so. Wasteland Ursachsaga, das ist wichtig, dass die Ursachsaga geht, das schon Talia? Wieder so. Halt, lol. Okay, zweimal Talia. Okay, Portable Hole into Portable Hole und jetzt brauchen wir irgendwas anderes. Ja, er wird gebabbelt. Okay, ja. Fetchland. Fetchland, das kann der Gegner ruhig haben. Ich glaube, ja, man kann es eh nicht drunter legen, aber ich glaube, da ist kein weiteres Land bei Humans auf dem. Jetzt Wasteland. Und noch eine Saga ganz hinten. Ja, nee, ich meinte bei BW Humans. Bei Fiddlebender sind auf jeden Fall noch mega Länder drauf. Ja, aber BW Humans brauchen nie mehr als zwei. Ah, 3 bis 4 ist schon tatsächlich ganz cool, um mehrere Spells zu spielen. Ja, stimmt schon. Was ist da? Ein Human. Who's the Human Deck now? Da ist ein Human. Ist der Fiddlebender auch ein Human? Yes. Der Dings ist ein Soldier, der ein Mana. Der ist auch Human. Ach du Scheiße. Also Human gegen Human im Endeffekt. Ja, schwarz-weiß Artefakt-Human gegen schwarz-weiß Marken-Human. Ein Mana. Ich dachte gerade die Turn 3 Mutti. Talia ist ein Leutnant. Yes, das gibt +1/+1 Marken auf die Kreaturen. Und eine 3-2 Talia, die reinhaut. Du warst jetzt gerade so fett wie die größere Schwester. Ja, das ist wahr. Bob macht Bob-Dinger. Nur oh, Land. Da ist ein Grindstone. Das ist meistens ziemlich schlecht. Den hätte man sich, glaube ich, lieber mit dem Ding rausholen wollen. Ist die Frage, ist das jetzt immer noch dieses One-Off-Grindstone? Ich glaube ja. Ich meine, man hat noch genug andere Artefakte, die man finden kann, aber ja. Ja, jetzt ist die Frage, lässt man einfach den Turn passen? Ja, ja. Wahrscheinlich. Ich meine, da liegt der 2-2 Mami. Alter, eine 2-2 Mutter, ne? Ja, der Hammer. Jo, was haben wir sonst noch? Da ist noch ein Talias Leutnant. Und noch eine Mami. Trigger. Ach, der triggert ja. Der triggert für sich selber, wenn ein Human-Spiel kommt. Und noch ein Leutnant. Der geht auf 3, der kriegt 2/2. Uff, das gibt jetzt eine dicke Schelle. Yes, da ist das Board einmal dick. Da tut Humans halt genau das, was Humans möchte. Einfach dick ins Gesicht hauen. 4-4, 3-3, 4-3. Und wenn man einen Construct macht, ist das halt 3-3. Dementsprechend überlegt man gerade, ob das Sinn macht. Aber ich würd die Mutti reinhalten. Wenn er die Mutti gegen das Construct tradet, man hat noch eine Mutti. Die Mutti ist in dem Matchup eigentlich nicht wichtig. Oh, das stimmt schon. Man kann hier maximal dafür argumentieren, dass man halt eh genug Schaden macht, indem man 8 Schaden macht. Ja, jetzt wird aber auch noch reingehalten. Ja, warum nicht? Wie gesagt, also es ist. Oh, die Talia nervt halt richtig hart mit Erstschlag, ne? Boah, kriegt man da überhaupt noch gehandelt als Toolboy? Ja, höchstens mit einem Top-Deck. Painter. Painter, dann sucht man den Mox raus, spielt ein Land, hat man nächste Runde. 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Reicht nicht. Reicht nicht, man braucht 6 Mana. Das ist egal. Das ist egal. Das ja. Macht so oder so viel Schaden. Dann 7 Damage. Krass. Autsch. Sehr, sehr cool. Mhm. Hier wird noch nicht mal ein Construct gemacht. Ja, doch. Fetch und dann Construct wahrscheinlich. Einfach nur, um noch ein Dude zu haben. Weil nächste Runde sind die Dinger wahrscheinlich noch größer. Ja. Jetzt musst du einfach auf Masse stehen und gehen, anstatt auf Klasse. Ja.
Ja, vor allen Dingen die Konstrukte sind dann auch 5-5. Ja. Das ist halt auch nicht schlecht. 5-5 ist halt dann eins größer, dann darf halt nicht noch irgendwas von der Top kommen. Wenn ich es richtig sehe, hat BWG uns auch keine Handkarten mehr. Nee, ich bin auch gerade am überlegen, wie Viertelbänder da jetzt überhaupt rauskommen will, aber du hast ja gleich den 5-5er. Zwei Stück. Mhm. Das heißt, du kannst erstmal wegblocken, weil du hast keinen Giver auf der anderen Seite stehen. Mhm. So, im Endeffekt musst du jetzt so oder so, egal wie du drehst, einen Token machen. Hast noch ein Artefakt blank gezogen, das ist auch nice. Du könntest aber theoretisch auch Wastelanden. Ja, Wasteland ist nicht so krass. Das Ding drauf. Man kann halt jetzt den. Mox? Vielleicht den Mox? Den Mox, je nachdem, wenn man Follow-up hat. Man kann die Retrofitter nehmen oder man kann den Shadow Spear nehmen. Mhm. Ja, Shadow Spear wäre, glaube ich, ganz nice. Für nächste Runde equippen, dann für 7-7er. Ja. Aber da wird der Mox genommen für Mana. Mhm. Plus Artefaktland sind wir schon bei 6. 2 Mana, mit denen kann man 6-6 haben und 2 Mana. 2 Mana. Grindstone ist auf der Hand, das heißt, man kann die auf 7-7 sogar hochpumpen. Schon nicht schlecht. Ja, aber halt sehr defensiv jetzt. Man könnte natürlich auch einfach sagen, okay, ich spiele das Wasteland und delay den Plan vom Gegner noch ein bisschen, wenn dann ein Freedrop zieht. Mhm, möglich. Dass man dann einfach sagt, okay, man nimmt die Savanna weg. Aber die Carven macht halt dasselbe. Nicht die Savanna, das Scrubland. Ja. Aber die Carven macht eigentlich dasselbe. So viele Scrublands. Sieht man stimmt wieder so auf. Das sind ja alle Scrublands, was da liegt. Yes, alle Duels am Feld sind Scrublands. Sieht man echt nicht häufig, deswegen ganz cool. Hm. Ja, ist jetzt halt. Okay, da wird die Vault gelegt. Und noch ein Dude und. Die wird nicht mehr gelegt. Ja, die wird nicht gelegt. Das. Dann hätte man nämlich auch das. Ja, jetzt sind die halt 9-9, richtig? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sind sie, okay. Ich bin bei 7. 4, 5, 6, 7. Stimmt, 7. Sind die nur. Krass. Mathe kann ich. Ja, ich nicht. Ehrlich nicht. Wow, jetzt kommt da noch ein Leutnant. Nee, das ist viel krasser. Das ist der Dude, der eine Kreatur rausnimmt. Und wenn er flippt, wenn jemand was nicht spielt. Ach, oder zwei spielt. Genau, der Werwolf. Jetzt dürfte der unser Viertelbänder aber ziemlich tot sein, oder? 9. Block den, hat 4. Gibt's Provides mit der einen Mutti. Ich will aber mit allem reinhalten. Ich will einfach kriegen. Die beiden werden geblockt. Danach machen da 3 Damage, 7 Damage, 9 Damage. Das ist sauber. Theoretisch ja. Man muss nur alles querlegen. 3. Ist die Frage, was der Gegner noch, ob man einen Push hat. Wenn der Gegner einen Push hat. Der kann er nicht spielen. Stimmt, kann er gar nicht spielen. Ich glaube, das wird hier gerade übersehen. Weil man muss ja im Endeffekt nur querdrehen. Mhm. Ja, du hast 2 Save Blocks. Dann hast du 3, 4, 5. Ah, die sind nur 7. Das sind 7. Nur 7 Schaden. Mhm. Boah, das ist knapp. Ich glaube, hier lässt man einfach noch eine Runde warten. Okay. Da geht man echt mit allem rein. Außer Thalia. Oder man legt jetzt noch nach. Das ist interessant. Was ist das denn? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Freue ich dich. Handkarte hat man keine mehr. Das heißt, da kann auch kein Shenanigans mehr mit passieren. Oh mein Gott, ich weiß, was hier gerade passiert. Man baitet den 5-5er, dass er mit dem 6-6er Konstrukt den 5-5er blockt und hofft, dass er mit dem 1-1er noch irgendwie Jump blockt, damit der 6-6er in einen 5-5er runtergeht und man beide Kreaturen vom Gegner für Kosten von einer Kreatur wegbekommt. Das probiert man gerade. Das ist gerade der Move, den man angeht. Das ist das, was man jetzt gerade versucht. Interesting. Okay, es wird nur mit dem geblockt. Das heißt, auf den Trick fällt man nicht rein. Schade. Wäre jetzt witzig gewesen. Ja, also man kann sowas halt easy mal probieren, weil oftmals denken die Leute nicht dran. Man redet halt die ganze Zeit von 6-6ern
Und veränderliche Werte auf den Dingern sind halt manchmal doch strange. Mhm. Und ja. Dann geht der drauf, man kriegt 7 Damage, hat noch 2 Leben. Man hätte den Block halt forcen können, wenn man mit der Talia angegriffen hätte. Aber ich glaube, man hatte Angst, dass die Talia freigelockt wird. Ja, die behindert jetzt ein bisschen, das stimmt schon. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob das Wasteland was geändert hätte. Ja, man hätte den Dude nicht spielen können. Mhm. Also Wasteland statt die Dinge hätte man machen können. Dann hätte man aber auch einen Artefakt weniger. Ja. Man hätte dieselbe Anzahl an Artefakten, weil dafür der Token da geblieben wäre. Stimmt. Ja. Das ist korrekt. Ja, also pro Wasteland würde ich sagen. Wasteland ist eine gute Karte. Wir sollten mehr Wasteland spielen. Ja. Vor allen Dingen sollte der Gegner jetzt auf jeden Fall irgendwo. Oh, ein Titolo-Skala. Mhm. Wenn ich auch überlege. Ich meine, das bringt nicht viel, weil der ist halt. Ach, der hat keine Handkarte? Aber ja. Das ist ein Artefakt und du solltest am besten ein Spell spielen diese Runde. Ja, ein Spell wäre wichtig. Spell wäre wirklich, wirklich wichtig. Okay. Ach, du Crack kriegst. Für Draw. Bringt's. Tidehollow's Banner bringt nicht viel, der Ding bringt nicht viel. Der Tidehollow's Banner bringt halt einen Blocker plus. Oh, das ist ein Bob. Hat einen Line Drop gemacht. Boah. Hat einen Landdrop gemacht. Oh. Da ist Ursachsager wieder ein Spell. Hat einen Landdrop gemacht. Das fällt einem auch gerade auf. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Ursachsager ist halt wirklich so strange mit dem. Ja, das ist genauso wie dieses Wasteland und dann. Ja, Wasteland, danach was machen, das ist halt schon. Manchmal ist Wasteland doch einfach ein Sinkhol für 0 Mana. Ja. Oh, dann sagt man, okay, da kommt man nicht mehr dran. Ja, nee, das war halt auch in der einen Runde, hat er sich so stark aufgebaut, der BV Humans. Ja, genau, das ist ja die Idee von BV Humans, was sie versuchen zu machen. Eine Runde einmal und dann ist gut. Ja, stimmt, oh, der Turok, den kannst du einfach reinnehmen, weil der Schutz vor Eis hat. Genau, das ist die Idee, weshalb er reingeflogen ist, weil ich habe keinen Discard in dem Deck. Ich habe sie nur für Pro White drin, gegen sowas. Ja, du hast damit Discard im Deck. Ja, mit ihm. Aber es geht halt nur darum, dass ich das Provide halt reinnehme für ja. Portable Holes und Blocker und so weiter. Oh, die würde ich ganz ehrlich mit Portable Hole nicht nehmen. Oh. Yes. Und Toolbox an ihrer Stelle würde ich wahrscheinlich einfach mehr Removal bohren. Black Engineers sind wahrscheinlich im Sideboard. Also ich wüsste keinen Grund, warum es das nicht ist. Wenn er ganz eklig ist, Engineered Plague, aber ich würde nicht davon ausgehen. Nee, ach, wenn, dann nimmt man schon den Black Engineer. Da wäre es viel lustiger, wenn beide dasselbe Land gedroppt hätten. Ja, ist das Mirror Match, was nicht ganz so Mirror-mäßig ist. Ja, ist die Frage, ob der Dings so. Okay. Ja, wird rausgenommen. Den valued mal so hoch. Ja, als Fiddlebender Toolbox auf jeden Fall. Lol. Ein Land. Oh, nur ein Land. Das jetzt bitte. Mhm. Vor allem jetzt noch ein Removal hat. Boah, spielt Humans Wasteland? Yes. Also zwischen 2 und 4 Stück. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall irgendwie hergehen und würde mir zumindest mal Basics suchen. Nö, ach, so viele kann er gar nicht spielen, weil wenn er jetzt schon Landdrop gemisst hat, danach das nächste zu vermissen, ist nochmal eine Nummer härter. Also ich würde hier weiter auf Duels gehen tatsächlich, weil. Das ist ein Basic. Ja, ist eine Ebene. Duel all the way, cause why not? Und die Wastelands müssen ja auch aufbewahrt werden gegen die Ursachsager. Weil die Construct Tokens machen wirklich, wirklich viel Damage in dem Deck. Das wohl war. Black Engineer auf Humans. Yay. And he's gone. Warum macht er eigentlich bei den eigenen Kreaturen mit dem Typ nicht +1/+1? Ja, stimmt. Wizards. Wäre doch cool. Wenn der so einen doppel-asynchronen Effekt hätte. Fände ich voll gut. Ja. Das ist so eine Mini-Elishnorn. Hat da unser Dings keine Karte gezogen? Au, doch. Okay. Wow. Gerade richtig hart vorgeführt. Allen Ecken und Enden heilige. Bubble U. Ah, da ist ein Fetchland. Aber ich glaube, das ist zu spät. Boah. Ich glaube, das ist zu spät. Das ist schon heavy. Die wichtigste Frage, gibt es da drin einen Human, den man jetzt spielen kann, der hinten 2 ist?
Und nicht Static Base Effect stirbt? Ich glaube nicht. Witzig. Warum hat man hier einen Swamp rausgesucht? Weiß ich nicht. Welchen schwarzen Human will man denn spielen? Vielleicht einfach nur für die Diversität oder man hat Turach. Aber der stirbt auch. Swords. Das hat man eins. Darf eine Karte ziehen. And it's gone. Noch einer auf der Hand? Pff, hoffentlich nicht. Dann kriegt man zwei Schaden. Ich sehe da. Ich das ist ein Bob. Hat der Human-Spieler sich Damage gemacht? Weiß ich gut. Auch nein. Das war ein Bob. Also das ist schon krass, was hier jetzt gerade hingelegt wird. Das ist ein Wasteland. Ich glaube nicht, dass man das feuern möchte. Glaube ich auch nicht. Talia? Talia. Oh, warte. Doch keine Talia. Man darf nur einen Non-Creature-Spell spielen. Ein Non-Artefakt. Jawohl. So rum. Ansonsten wäre das ein bisschen schwierig. Außerdem wäre mit der Talia ja eh nicht einmal neu zahlen. Hat den Bob vergessen? Ja. Bob wurde vergessen. Macht jetzt 6 Damage. Er ist eh im Driver Seat. Dementsprechend ist das ein Trigger, den man vergessen darf, wenn man ihn vergisst, dann im Driver Seat. Ja, da kommt jetzt, da wird auch vergessen, eine Marke drauf zu lernen. Nee, wird nicht. Er wird auch wurde vergessen. Du bist go. End of Turn, mach ich mir einen Top da. Einen ja, das Servo. Sieht heavy aus. Das ist sehr, sehr heavy. Du meinst einen Nachtara? Hey, habe ich einmal damit angefangen, ja? Ja, ja. Dann hast du auf einmal alle Evoli-Entwicklungen als Token. Wasteland und Wasteland. Wasteland mit deinem Wasteland, noch ein Land von dir. Mach mir. Tappen Mana für den Pool. Ja, Farbe ist fast schon egal. Ich glaube, da war ein Basic auf der Hand. Dann kann man sich theoretisch auch einfach aus dem Mana noch ein Dings machen. Ja, man macht noch so ein Dude. Ja. End up draw. Ja, stimmt, man rennt ja einfach nur in Erstschläger rein. Oh yeah. Oh yeah. Wow. Der Champion kriegt erstmal 2 Marken, der kriegt eine Marke, also Tyler kriegt eine Marke und hier wird einfach zurückgehauen. Wow. Ballsy, einfach anzugreifen, wie Ballsy. Wow. Piffing Needle. No. Schön auf die. So, ja, schön auf die Ding. Ist das noch eine Talia auf der Hand? Ich glaube, es sind alle 4 Talias auf der Hand und am Spiel. Wow. Wow. Das sah jetzt gerade irgendwie aus wie was mit Flügeln, aber kann sein, dass da der Umhang war. Tatsächlich. Ich würde gerne Piffing Needle ansagen. Ja. Elf Jahre meinst du? Manche. Ja. Man kann auch Piffing Needle mit ansagen. Man kann damit fast alles ansagen. Ja, das ist. Theoretisch kann man damit alles ansagen. Sie fragen, ob es was bringt. Ja. Auf jeden Fall sollte man gleich dann einen Flieger machen, wenn man sonst Angst hat, Sachen zu verlieren. Wurde der Bob schon vergessen? Nee, der Bob wurde nicht vergessen. Stimmt, Bob hat die Needle gezeigt. So, dann kann man jetzt blocken, opfern, macht sich einen Flieger. Und dann Fly Me River Baby. Ja, das wäre gut. Und dann macht man sich echt noch einen Sensor. Ja. Okay, dann macht man sich halt eine Armada aus Junkblocker, ne? Ja, oder halt auch Angreifer. Also man ist halt kurz davor. Yes. Also. Mehr davon. Bob-to-Bob-Dinger, den kann man auch gleich einfach mal reinreißen. Karakas natürlich nice. Karakas hält Talia weg. Richtig. Ziemlich effektiv sogar. Ja. Da kommt. Shadow Spear ist auch gut. Hier und dann gleich die Token. Konstrukte. Yes. Ja, ich glaube, das kriegt so als Human-Spieler nicht mehr eingefangen. Da ist ein Cataclysm, das man nicht spielen kann. Da agreed der Human-Spieler. Gehen wir auf die 1-1 zu. Uff. Yes. Es ist halt, du brauchst halt diese Länder. Es ist halt, wie gesagt, 2-3 Länder brauchst du halt schon. Am besten 4 bis 5 sogar. Das ist halt schon ein Unterschied tatsächlich. Sonst vom Sideboard her, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch großartig irgendwas macht. Ich glaube, du hast keine großen Changes on the draw oder on the play, außer du hast irgendwas übersehen. Oder dir fällt noch was auf. Ich weiß auch gar nicht. Ja, okay, die Colorklappen sind halt gut.
Ja, die Cataclysmen können halt drin sein, wenn du halt einen dicken Human hast. Eine Vile. Eine Vile und ein Land. Und der Gegner halt nur noch eine Artefakte hat, nicht so eine dicke Kreatur hat und den Rest halt opfert. Das ist halt schon cool tatsächlich. Ein Start mit Elder Vile. Ja, der war halt eben ziemlich gut. Und da wurde sein eigenes Deck geguckt. Wahrscheinlich, weil man ein Fetchland auf der Hand hat. Oder die Wahl. Man könnte auch Westland. Ist auf jeden Fall Portable Hole, was ich gesehen habe. Das sieht aber aus wie ein Wasteland, was man hier droppt. Ja, Wasteland, dann Wasteland. Krass. Krass, interessanter Start. Wahrscheinlich, um die Strategie von eben zu verfolgen. Weil man weiß, dass man da Portable Hole hat. Wahrscheinlich. Ah, da ist keine eben auf der Hand. Da ist keine Weißquelle. Nein. Ah. Aber noch genug anderer Kram. Ich sag mal, wenn man die Artefaktländer dabei zieht, muss man nur Mox haben, dann ist er halt oben. Das geht halt schon. Ja, hier auf Humans. Ich kann die Handkarten nur schlecht erkennen vom Human-Spieler tatsächlich. Der wackelt zu viel herunter. Das ist Natalia. Natalia, ja. Oh, schon mal schlecht. Oh, plus 1 zu 1 Marke. Yes, Speed für 2. Dann das Kazaki. Oh mein Gott. In dem Status, das. Ja, ich glaube, das ist Hard Surrender. Yep. Wow. Wow, was ein Game 3. Wow. Geil. Einfach mal Turn 3 Kataki Surrender, ne? Ja. Turn 2. Geil. Ach du Scheiße, die Hand war auch ziemlich okay, aber nicht gegen Kataki. Heilig. Boah, das Portable Hole hätte halt. Ja, alles rausnehmen können. Krass. Ja, so kann es gehen. Sehr, sehr, sehr coole Spiele. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm Black Seed. Ciao, ciao.